Hallo und herzlich willkommen zurück zum Feuerwehr 2014, die Simulation. Wir fahren immer noch mit Fabian oder wie heißt das, Florian 5. So, wir müssen ja erstmal das Licht ausschalten, weil sonst haben wir nämlich keinen Strom mehr. Das war ein bisschen schlecht. Oh. Aus Lissabon kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Einem Fahrradunfall. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Komm schon wieder in der Folge. Geht schon wieder los hier. Volles Theater. Wieder mit Blaulicht los. Also bei uns fahren die, zumindest in Schwerte fahren die auch nicht ständig mit dem Martinshorn rum, weil gerade nachts ist das ein bisschen blöd, ne? Oh, da läuft mir aber die Zeit weg hier, ne? Also 4 Minuten 16 muss ich die betreffende Person auch gefunden haben. Oh, 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 oh. Reifen quietschen haben wir auch drin, also ist wirklich an alles gedacht worden in dem Spiel, das finde ich richtig klasse. Die Ladebildschirme sind auch gar nicht mal so übel. Nur das stört mich ein bisschen, also dass man immer den Zoom noch einschalten muss. Oh, da muss ich ja mitten in die City reinfahren, wenn ich das gerade richtig sehe. Aber dafür ist das Krankenhaus dann nicht mehr so weit weg, weil ich denke mal, ich muss dann wieder zum Krankenhaus fahren. Ja, wie ihr alle wisst, das Spiel kam am 21.05.2014 raus. Ja, ich habe gestern von Andre von Fizz Games den Serial Code dafür gekriegt und ja, habe dann direkt heute mit angefangen aufzunehmen. Das heißt, die Folge, die ich jetzt für euch aufnehme, die ist natürlich schon ein bisschen älter, bis sie ausgestrahlt wird. Das ist aber normal, ich muss ja ein bisschen vorproduzieren. So, komm, Schnuckchen. Wohin jetzt? In irgendeiner Seitengasse muss das sein. Da liegen sie ja schon. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So, Türen auf. Rein mit dir. Schnellsten Weg ins Krankenhaus hier, das war mir eh klar. Dann fahren wir also wieder so, wie wir hingekommen sind. Machen wir mal die Sonne an, weil es wird leicht dunkel draußen. Bei den ganzen Eis da unten, oder was das sein? Kann ich nicht erkennen, was das ist. Erstmal eiskalt bei Stopfel und rot drüber. Geht aber nichts, ne? Da können wir wirklich nichts. Ja, tanken brauchen wir jetzt nicht. Haben wir ja schon getankt. Aber von der Detailgenauigkeit ist es richtig, richtig genial, das Spiel. Sollte es in der Aufnahme leicht ruckeln, tut mir das leid, weil im Spiel selbst ruckelt hier gar nichts. Es wird ja der blöde Kodek dafür verantwortlich dann. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Gut. Melde den Einsatz hiermit ab. Zurück zur Basis. Ich habe gehört, man kann ja auch ein Lenkrad anschließen daran. Ich würde das mal vielleicht mal überlegen, dass ich dann vielleicht doch mal mein Lenkrad auspacke, weil wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin Omsi-Fahrer, ne? Da kann man auch mal das Lenkrad verwenden. Wenn man eins hat. Und das habe ich ja. Aber jetzt fahren wir erstmal zurück zur Feuerwehrwache und dann schauen wir mal, vielleicht in einem der nächsten Folgen. Dann sieht das nämlich auch nicht mehr so ganz so rappig aus hier. Mit Besen lässt sich Öl mit der Ölbindemittel beseitigen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wäre ja schon ein bisschen traurig, wenn nicht.
Wird es jetzt auch noch nebelig oder ist das noch der Sonnenuntergang? Ey, Leute, guckt euch das an, wie geil das gemacht ist. Ohne Scheiß, das ist eine Simulation. Und so eine Detailgenauigkeit ist unglaublich. Also da erstmal ein Riesenlob. Das Spiel macht auch jede Menge Spaß. Ich muss es ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Ich war ja auch am Anfang etwas skeptisch gegenüber, aber so die ersten paar Spielstunden jetzt oder Spielminuten jetzt. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug gut. Frei auf Wache. Fahren lernen wir noch, ne? Oh, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Nein, mit uns hier, so. Oh, Licht vergessen auszuschalten. Sonst ist die Batterie leer, das wollen wir ja nicht. So, was machen wir jetzt? Alles senkrecht? Wir könnten uns jetzt eigentlich mal eine Runde schlafen legen. Was soll's denn einfach? Also mal ein bisschen was trinken, ne? Alles so. Senkrecht? Ist das dunkel hier? Alles senkrecht? Wir haben eine kleine Taschenlampe haben wir ja dabei. Alles senkrecht? Ja. Sicher. Einsatzbefehl für Florian 5. Sicher. Aus kam eine Alarmierung rein. Hier liegt eine Person, die wahrscheinlich stark übel. Alkoholisiert ist. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 5 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Und wir sind schon wieder unterwegs und das mitten in der Nacht. Wie sollen wir denn da eine 24-Stunden-Schicht überleben? Ran mit euch hier auf dem Standstreifen. Deine Ewigzeit hier. Mit irgendeiner betrunkenen Frau oder irgendwo oder was? Liegt ein Betrunkener, da ist keine Klagen und so. Was kann ich denn dafür, wenn der was gesoffen hat, ey? Das muss man wissen. Wenn man trinkt. Mitten in der Nacht. Und auch wieder da drin. Genau, mitten wieder in der Stadt. Vielleicht weiß es ja einer von euch, wie man hier die Karte ranzoomen kann. Ist das Bild auf, Bild ab? Ah, guck mal. Gefunden. Das ist ja schon der dritte Einsatz jetzt als Rettungssanitäter im RTW. Schauen wir mal, ob wir die Schnapsleiche auf Deutsch gesagt jetzt dann auch gleich wieder finden. Oder ob wir da jetzt erstmal suchen müssen, wieder Bekloppte. Weil es ja dunkel und man sieht hier nichts. Auch finde ich es interessant, dass hier so Zufälle eingebaut sind. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ja. Irgendwo da muss sie sein, die Leiche. Da ist sie doch. Ist jetzt egal. So, gehen wir aus dem Weg hier. Sanitäter im Einsatz. Es war tatsächlich eine Frau. Jetzt auf dem schnellsten Wege natürlich wieder zurück ins Krankenhaus bringen müssen. Was ich auch ein bisschen unpassend finde, wenn ich das jetzt so gerade so sehe. Die Frau da hinten, die liegt ganz alleine. Also bei unseren Krankenwagen sind die da immer hinten auch noch irgendwie zugange. Ups. Wollte auch mal auf die Straße achten. Und mal das Horn ausschalten, ist ja ganz schön laut hier. So, dann sind wir auch schon quasi da am Krankenhaus.
Also Bremsen funktioniert nicht so wirklich mit dem Ding. Florian 5 an Leitstand. So. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Oh, melde nicht. Den Einsatz hiermit ab. Tanken gehen wir jetzt noch nicht. Wir fahren jetzt zurück. Es ist noch genug Sprit drin, glaube ich. Dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht auch mal hinlegen können. Weil wir sind ja doch schon ziemlich lange unterwegs. Wir haben jetzt 1 Uhr. In 7 Stunden wäre Feierabend. Oder in 6,5 Stunden. Hoffen wir mal, dass in der Zwischenzeit kein Einsatz kommt. Können wir wenigstens noch eine Runde schlafen, oder? So eine kleine Runde zumindest, das wäre ja auch mal was, ne? Also die Ladebildschirme hier. Die Ladebildschirme hier sind schon teilweise heftig. Was wir hier an Sprit verfahren, ey, ist auch nicht normal. So, mach Platz. Da vor mir. Will er nicht. Gut. Wow. So muss man das machen, ne? Hier kommt gefahren. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ja, hier hängt es immer so ein bisschen. Hier liegt es ein bisschen. Finde ich gar nicht so schön. Ja, und wo ist das Tor? Da! Aufmachen! Wie geht's? Alles senkrecht? Für sich, gerade schon wieder ein Einsatz hinter mir, Kollege. Hallo. Auch die Geräusche von den Neonröhren finde ich klasse. Richtig gut gemacht. So, suchen wir mal unser Bett auf. Pass doch auf, wo du hinläufst. Ich lauf doch gar nicht. Das sieht nur so aus. Da ist ein bisschen Lichtsparen angesagt, ne? Weg da. Oh, das Bild ist wieder schief. Hi. Fällt das wieder runter? Ah, es fällt wieder alles runter. Pass doch auf. Hi. Geh mir doch mal aus der Sonne hier. Ich will schneller sein. Da ist nicht mein Schlaf gemacht. Pass doch auf, wo du hinläufst. So. Nehmen wir uns mal eine kleine Runde schlafen hier, ne? So. Oh, man sieht da eine drehende Uhr. Ich hoffe, ihr seht das auch. Oh, wie es aussieht, können wir sogar durchschlafen. Heftig. So, 30 Minuten. Jetzt darf 30 Minuten lang kein Einsatz kommen. Dann kann ich stempeln und dann ist der Spieltag sozusagen, der erste Tag, erledigt und geschafft. Moin. Alles senkrecht? Aber sicher, waagrecht wäre schlecht, ne? Waagrecht aber nur mit ihr bitte, ja? Aber du könntest auch mal vielleicht einen Zahn zulegen hier, ne? Guten Morgen. Moin. Morgen. Guten Morgen. 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 Moin. Hi. So, wir kommen sogar pünktlich raus aus dem Moin. Tag. Moin. Und Morgen. Sagen, Moin. Jo, wir machen, beenden die Schicht und damit auch die Folge. Oder gleich, ja, auch die Folge. Und guten in dem Morgen Sinne zusammen. Sage ich danke da fürs ich Zusehen. Zu tun habe, nur schnell das Tschüss. Wichtigste in Kürze. Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.